So, YouTube, hallo und willkommen zu Foundry. Ja, mir macht das Spiel immer noch Spaß irgendwie. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich habe aber gesehen, zumindest auf YouTube wird das sehr, sehr gut geguckt für meine Verhältnisse. Hat auch hohe Watch-Zahlen von der Zeit her. Das motiviert natürlich dann auch so ein Let's Play fertig zu machen. Bei zum Beispiel Big Ambitions war, glaube ich, ein oder zwei Aufrufe, da war nicht wirklich das große Interesse da, auch auf Twitch nicht. Was sehr schade ist, an sich ein gutes Spiel, aber ich glaube, das hat seinen Zenit zum Beispiel schon hinter sich. Aber das hier ist natürlich auch immer wieder spielbar. Gerade wenn jetzt immer wieder Updates reinkommen, noch in der Early Access Phase. Als nächstes soll ja der Bergbau sich komplett verändern. Da bin ich nochmal gespannt, weil diese Sache mit den Fahrstühlen, die ist nicht ganz durchdacht. Die ist okay, aber irgendwie, ja, bin gespannt, wie das da wird. Wo ich auch gespannt bin, was dieser kleine Kerl uns noch zu sagen hat. Wir fragen ihn mal nach, macht den Energiezellen. Wir haben immer noch keine Energiezellen. Das fehlende Glied, bevor wir bautechnisch relevante Gebäude errichten können, die Reparaturen an der Raumstation ermöglichen? Verstehe, das Ziel ist also klar. Wir müssen an Energiezellentechnologie gelangen. Okay. Jetpack. Einen Jetpack? Diese Idee könnte abheben. Hauptsache, wir bleiben nicht in der Luft hängen, wenn uns der Treibstoff ausgeht. Nee, wir kommen immer runter. Okay, was sagt er hier? Bennett. Wir haben es geschafft. Wir haben herausgefunden, wie man diese Energiezellen herstellt. Oh, ich kann es kaum erwarten, das Rätsel um das Missionskommando zu lösen. Okay, und jetzt kommt nämlich die Aufgabe Bauindustrie und die interessiert mich sehr, weil ich selber nicht weiß, was es mit der Bauindustrie auf sich hat. Großartig. C3BB hat uns gerade die notwendigen Baupläne für Bau- und Transportschiffe zur Verfügung gestellt. Damit können wir nicht nur die Raumstation reparieren, sondern auch riesige Gebäude errichten, die unsere derzeitigen Möglichkeiten übersteigen. Okay. Benden. Gute Arbeit. Ich bin begeistert. Es ist an der Zeit, unsere Baubranche einzurichten. Das ist etwas komplizierter. Wirf lieber einen Blick in die Infodatenbank, um Details zu erfahren. Okay. Noch mehr? Der erste Einsatz für unsere Bauindustrie wird ein riesiger Funkturm sein. Bisher hatte BB nur eine begrenzte Verbindung zum Sender, jetzt brauchen wir den vollen Zugang. Dieser Turm müsste die dafür notwendige Signalstärke liefern. Okay. Deswegen brauchen wir diesen einen Sendemast, den wir schon gesehen haben. Wir haben Energie hatten wir letztes Mal schon hinbekommen. Genau, das hatten wir verdreifacht, die Energiemenge. Das sollte also kein Problem sein. Wir liefern hier schon die Leiterplatten hin. Und dann gucken wir doch mal, was brauchen wir denn noch? Erstmal geht es um die Forschungspakete. Und dann können wir mit den Resten, die davon abfallen, nämlich den Rest bauen. Und ich glaube, für die Forschungspakete brauchen wir nämlich Energiezellen. Wo sind die? Nee, doch, Energiezellen. Leiterplatten haben wir. Können wir herstellen, bauen wir, alles gut. Das heißt jetzt die Energiezellen. Energiezellen brauchen die Olomitsäure. Wir haben gestern, stimmt, das Olomitgas angefangen. Das ist aber noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe das auch off der Aufnahme gemacht. Von daher werden wir da einfach mal hingehen und gemeinsam gucken. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Da wollte ich doch lang. Das hier hätten wir auch erweitert. Das war auch plus minus null. Außer ich entnehme was, ne? Hier baue ich unbedingt einen Weg rüber über diese Hügel. Oder ich muss ja wirklich wegschnetzeln mal. Dass ich hier so mir einen Durchgang bastel.
dass ich nicht immer hüpfen muss ohne Ende. Das wird auch länger dauern. Ja, das ist halt das Blöde, wenn Sachen steg laufen. Aber ich kann das ja zum Glück anpassen, wie ich möchte. Machen wir erstmal so. Dann komme ich da auf jeden Fall erstmal besser hochgehüpft. Und dann sehe ich auch, wo ich lang muss, nicht? Dann kann ich hier direkt einfach laufen und bleib dann nicht ständig hängen. Schon mal ein kleiner Gewinn. Den Rest machen wir mit dem Bergbaulaser, sobald wir ihn haben, wenn wir ihn haben. Mal gucken. Okay, Olomitsäure. Jetzt habe ich schon wieder 75 doofe Erde im Inventar. Na gut, da drüben hatten wir angefangen. Da fehlt aber noch die Entsorgung und die Tanklagerung. Ansonsten läuft alles. Was gestern alle war, waren die Platten nämlich, um das zu erweitern. Ansonsten haben wir hier alles angeschlossen. Wir haben das Rohr von unten hochgeholt. Genau, hier fehlt zum Beispiel die Ecke. Da, dem fehlt die Ecke auf jeden Fall mindestens. Dann machen wir das bis hier ran, würde ich sagen. Klonk. Und ich hatte noch eins, nämlich im Inventar. Und wo ist die Anzeige? Da, dann kommt das so hin, glaube ich. Upp. Meine fetten Finger kommen immer auf F. Anderer Baumodus. Dong, dong, dong. Und noch eine Kurve. Das mit dem Radial-Auswahlmenü finde ich zum Beispiel ist eine sehr gute Sache, um nicht immer zu meckern. Das habe ich schon wesentlich schlechter gesehen. So, und die guten Sachen kommen aber hier raus. Ah, aber dieses mit dem so einen Abstand bauen, egal in welchem Spiel, ich hasse es. Ich denke einfach immer nicht dran, dass ich nicht unendlich fliegen kann. Gerade wenn man Empyrean gewohnt war, da kann man nämlich dann... Ah, Eingang, Ausgang. Da kann man nämlich dann mit... Der steht falsch rum oder was stört ihn? Oder sind die voll... Ah, hier ist nichts konfiguriert, deswegen. Okay, dann stellen wir das schon mal ein. Dann können die schon mal vorproduzieren. Genau, der hat nämlich... Und da ist nämlich der Müll dran und da ist das positive Endergebnis. Also was wir erstmal machen können bei jedem... Ran. Ran, 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 haben wir das erste. Und wir müssen ja eh nach unten und wir müssen unter das andere Rohr, also gehen wir direkt eins runter. Wir gehen nicht über den Boden, sonst blockieren wir mich. Ich glaube, so wäre ganz gut. Und WB. Oder auch nicht, oder auch doch. Man weiß es immer nicht. Der Chat ist ein fließendes Gefährt, wenn man so möchte. Den habe ich vergessen. Ich wusste doch, einer war zu wenig. Aber dann können wir gleich auf... Machen wir die drei zusammen? Und die anderen drei zusammen. Das klingt gut. Dann haben wir zwei Eingänge. Ich glaube, das macht viel aus.
Dann führen wir sie erstmal irgendwie zusammen. Frage ist, führen wir den hier zusammen? Ja. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Okay, das war wirklich doof. Der war ein zu weit vorne. Oh, ich bräuchte hier einen Vierer. Haben wir sogar. Sechserkreuzung gibt es sogar. Oh. Oh, krass. Okay. Sechserkreuzung klingt auch nicht schlecht. Aber wir haben ja eh begrenzte Durchflussrate. So, und jetzt, ich gehe in den Baumodus. Dann falle ich hier da hinten runter. Und dann haben wir es, glaube ich. Dann kommt das erste Zeug da rein. Tada! Wunderbar, die ersten Liter fließen. Bei denen werden wir nicht... Das sind nur zwei? Nee. Doch, es sind nur zwei. Okay, dann könnten wir theoretisch noch einen dritten dahin bauen. Ja, aber wir gucken erstmal nicht. Das ist ja gut. So, ich hätte mich gestört, dass das vor dem Bildschirm ist. Ist irgendwie ungünstig. Also, wer würde so ein Gerät in echt konstruieren, nicht? Man hat genau das Ausgangsrohr, was da theoretisch hochgeht und dahinter ist der Steuerungsbildschirm. Gut. Sag niemals nie. Wahrscheinlich würde man das sogar in echt so konstruieren. Wir reden immer noch vom Menschen. Ich vergesse das. Menschen machen nicht Sachen, die lustig, die logisch sind. Ups. So. Dann fließt da hoffentlich noch mehr rein. Die können natürlich jetzt nicht mehr produzieren, weil deren Abgas blockiert ist. Und wie viel Abgas stellen die her? Wesentlich weniger, nicht? Das, selbst hier reicht eine. Dann reicht hier auch eine einzige Gasfackel. Die wollen wir auch dann hier platzieren. Der Eingang ist dort. Dann machen wir sie dahin. Und der Ausgang davon ist erstmal da. Deswegen haben wir ja auch das Rohr da drüber geplant. Ja, ja. Okay, gehen wir mal auf die Höhe damit. Muss ja eh nach vorne. Oh Mann, der Baumodus. Klonk. Klonk. Deins noch. Rum. Und du musst noch weiter rum, nicht? Eigentlich könnte ich auch immer wieder das Rohr einfach abreißen. Ich glaube, dann würde das Abgas auch verschwinden, aber ist natürlich nicht effizient. Gerade weil das Ding ja gar nichts kostet. Und hier müssen wir runter. Ja, stimmt. Hier müssen wir direkt runter. Ja, so. Und wir müssen wieder rauf. Und kommen wir hier in den Genuss einer Sechserkreuzung? Nee, ist auch nur ein T. Schade. Ich wüsste auch, ich könnte die ja bauen, nicht? Das wäre ja kein Problem, aber ich wüsste gar nicht, was ich mit der großartig anfangen sollte. So viel haben wir gar nicht. Ich würde auch nie sechs Dinger zusammenschließen irgendwie. Hm. Natürlich falle ich.
Wieso sollte ich auch nicht runterfallen, nicht wahr? Ah, viel besser. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall durchlaufen. Wir bauen was von der Seite. Klink, klonk. Und dann kann das hier nämlich nachproduzieren. Ich meine, die produzieren hier nicht kontinuierlich, sondern immer in diesen Zyklen. Und ich weiß gar nicht, wo ist der Bildschirm? Hier hinten. Solange die da nicht auf einen Liter oder so vorläuft. Netz ist überlastet. 11 Dampfturbinen nur. Die sind überlastet. Das ist nicht was. Das ist irgendwas nicht richtig. Hier ist. Das Ding ist überlastet, weil die zu viel brauchen. Alles klar. Die verbrauchen zu viel. Da gucken wir mal. Wie viel verbrauchen die denn? Ich muss die eher herstellen. Also die verbraucht 200 kW. Das ist nicht viel. Gebäude. Da ist der Funkturm. Wo ist denn unser... ich sehe es gerade nicht. Da. 1 Megawatt. Oh, und wir haben 5. 5, au. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht, wenn ich hier einen zweiten hinstelle. Morgen kommt vermutlich meine Felge sowie eine neue Sattelstütze. Parallelogramm-Sattelstütze. Sattelstütze. Ach, das ist das, wo der Sattel drauf ist. Don, don, don. Ja, das kann sogar ich verstehen. Kacke. Ja, es war geplant. Aber musstest du die nicht irgendwie abholen? War da nicht was? Also die Felge. Ach nee, die... was? Irgendwas hattest du doch... Okay, ich muss die Leiter irgendwo umbauen. Was du abholen musstest, das war aber der Reifen, nicht? Zank. So, jetzt bin ich mal gespannt. Funktioniert das? Anscheinend. Wunderbar. Das heißt, theoretisch könnte man doch alle an einer riesigen Plattform haben. Aber ich glaube, so Einzelplattformen, die man unterscheiden kann, wäre schon besser. Wäre nur cool, wenn man die benennen könnte noch. Okay, damit haben wir den ersten Schritt zur Säure fertig. Jetzt müssten wir das eigentlich in die Richtung machen. Und da ist sehr viel Gestein. Ich würde es wegsprengen. Nicht, sonst muss ich hier anfangen, alles auf der Höhe von Hand abzubauen. Aber andererseits will ich ja auch Erweiterungsfähigkeit von den Dingern. Das heißt, theoretisch eher hier rüber gehen damit. Aber wir brauchen auch für die Säure das Zeug da hinten. Also ist schon eigentlich clever, den Berg da wegzusprengen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den Sprengstoff und sprengen einfach mal einen Berg weg. Nee, das Abholen war in Koblenz ist mir aber dann doch zu weit. Und außerdem weiß ich nicht, was das für eine Felge ist. Nachher fahre ich 150 Kilometer und die Felge ist Müll. Ja, das hat man ja ganz oft bei sowas. Er nimmt dann ein Bild von dem Moment, wo er sie neu gekauft bekommen hat. Und dann ist er runtergerockt und dann verkauft er sie aber in dem Zustand. Am besten dann auch schon, ich habe sie schon mal für sie eingepackt. Mhm, genau. Darf ich vorher gucken? Nee, nehmen sie sie mal so. Mhm. Ganz bestimmt. Sprengstoff ist da vorne. Apropos Sprengstoff, wir haben keine aktive Forschung. Glas brauchen wir auch. Stimmt. Ich erforsche mal die Pumpen. Das kann ja nicht so viel sein. Sprengstoff 149 sollten reichen, wobei
Können wir den verbesserten Sprengstoff bauen? Wo ging das? Nee, den musste ich jetzt erforschen. Aha, den habe ich noch nicht erforscht. Okay, wartet mal, wo ist denn der? Kann ich den überhaupt erforschen? Das ist die Frage. Nee, da brauche ich erst den Ulumit-Treibstoff. Ah, den müssen wir auch noch machen. Jetzt bin ich hier abgerutscht. Brandneue Felge bei Fahrrad XXL. Aber dann, wo ist denn dann das Problem, in welchem Zustand die ist, wenn die brandneu ist und das ein Laden ist? Aber 150 Kilometer sind trotzdem eine halbe Weltreise, nicht? Sind 300 Kilometer hin und zurück. Okay, wir sind wieder an unserem Berg. Da unten ist ja auch noch das Sandsteinzeug, das will ich auch noch irgendwie fördern. Wir wollen alles auf diese Höhe bekommen, theoretisch. Wir sind einfach mal großzügig, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob das Spiel das aushält oder abstürzt. Das werden wir dann erleben, wenn wir jetzt 150 von diesen Ladungen einfach mal an diesem Berg verteilen. Ich meine, ich muss dann eh noch in die Tiefe sprengen. Aber der Berg muss einfach weg. Er steht einfach im Weg für neue, bessere Zeiten. Oh, da ist schon. Das ist zu viel. Da könnte noch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zu dicht an meinem Dings hinsetze. Da ist noch nicht. Also ich sag, das Spiel wird abstürzen. Also 7 Days to Die ist bei solchen Aktionen immer abgestürzt. Weiß nicht mehr, wo ich irgendwo was hingelegt habe, muss ich gestehen. Den hier wollte ich eigentlich gar nicht sprengen, aber wir machen es einfach mit weg. Da kann auch noch eins hin. So. Das auch. Sprengmeister kontrolliert nochmal alles. Na, hier können wir noch einen hinsetzen. Ich meine, genug Zeug, um es wieder aufzufüllen, haben wir ja zur Not. So, zwischen den Stromdingern. Hier fehlt noch einer. Ah. Und hier vielleicht. Hier auch noch. Oh, wo ist der hingefallen? Dahin. Perfekt. So. Okay, ich sprenge. In 3, 2, 1. Willkommen zur Sprengung, Leitro. Zurücktreten. Feuer. Okay, sah schon beeindruckend aus. Hat ordentlich was weggefetzt und hat keine Performance-Probleme gemacht. Ich bin erstaunt, wie gut das lief. Ja, für die erste Tiefensprengung, um den Berg wegzukriegen, bin ich eigentlich sehr optimistisch und zufrieden, dass das gut gelaufen ist. Ist halt immer noch ein bisschen Berg im Weg. Aber das kriegen wir doch hin. So, was können wir denn so lange erforschen?
Abbau-Effizienz kriegen wir noch nicht hin. Charaktertempo nicht. Logistikcontainer nicht. Inventargröße nicht. Was haben wir hier? Da brauchen wir auch die Dinge. Langstreckenscanner könnten wir erforschen. Den Transformator könnten wir erforschen. Ich erforsche einfach den Transformator groß. Dann kann ich nämlich die beiden kleinen hier gegen einen großen tauschen. Tag, Mr. Wayne. So ist es. Du weißt ja nicht, was das für eine Qualität ist. Narbe. Aber müssen die das nicht beschreiben? Also, würde ich jetzt mal von ausgehen. Okay. Noch mehr Sprengung. Wir haben ja noch ein paar. Oh, oh. Dann komme ich da. Jawoll. Sehr schön. Dann haben wir das da auch schon mal weg. Ich finde verrückt, dass das physikalisch berechnet wird, wie die Sprengladungen fallen. Macht es im Engen echt schwierig, kontrollierte Sprengungen durchzuführen. Oh, oh. Nein. An der Stelle nicht. An der Stelle muss es hin. Genau. Ah, das ist so eng dran. Das wäre Quatsch. Hier kann noch was hin. Musik lauter. Die ist schon laut genug heute. Also lauter mache ich nicht. Die ist bei minus 35 Dezibel. Ist eigentlich schon zu laut. Ansonsten die Playlist. Unten ist die meine Favorite Songs Playlist. Einfach nebenbei selber reinmachen. Oder reinmachen, wenn ich nicht da bin. Das ist noch viel besser. Demnächst müsst ihr das wahrscheinlich eh machen. Also Musik wird auf YouTube, auf Twitch ja dann vermutlich die nächsten Wochen, Monate eh komplett weg sein. Also DJ-Streams und so. Muss man mal gucken, was da kommt. Wie die Umsetzung sein wird. Aber ja, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Höchstens DMCA-freie Musik, aber ich gestehe, ich höre lieber keine Musik, als nochmal dieses DMCA-freie Gedudel zu hören. Ich meine, es gibt ein paar coole Sachen wie Stardew Valley, Starbound, die haben auch die MCA-freie Musik, aber so am Ende reichen die Songs von der Abwechslungsreichigkeit, nenne ich es mal, nicht aus, dass ich sage, ja cool, da will ich gerne weiterhören. Nee, der ist falsch. Alternativ auch leiser reden. Du kannst auch einfach meine Playlist anmachen und nicht zugucken. Es geht darum, dass ich hier rede. Das ist doch der Sinn der Sache. Sonst kann man doch Radio hören. So. Das ist wie die Leute, die sich beschweren, dass Reaction-Streamer immer die Reaction anhalten. Die können das Video doch auch alleine gucken. Es geht ja darum, dass der Reaction-Streamer drauf reactet, was er meistens nicht macht. Und ich mag auch Reactions nicht, aber es ist das gleiche Prinzip. Und wir sind gerade motiviert, weil wir eine Riesensprengung vorbereiten. Nochmal mit 80 Sprengladungen jetzt fast. Oh, oh, nee, nee, nee. Wo willst du denn hin? Ich wollte die eigentlich hier ranheften. Aber wenn wir sie daran heften, ist noch besser. Hier an die Wand noch. An die Wand, an den Kürbis da, Dingens. Habe ich hier nicht auch schon welche hingemacht? Ich weiß es nicht. Okay. Sieht gut aus, würde ich sagen. Ist hier keine? Vielleicht von der anderen Seite? Naja, okay. Wir müssen eh noch ein paar Mal sprengen. Der Felsen wird sich nicht beim ersten Mal auflösen. Okay. Nehmen den Sprengkübel in die Hand.
Von da haben wir vielleicht eine bessere Aussicht. Komme ich hier irgendwo rauf? Naja, dann gucken wir von hier. Sprengungen 3, 2, 1. Sehr gut. Ja, so ein paar Reste sind übrig geblieben noch. Also langsam kommen wir auf die Höhe, auf die wir runter wollten. Sehr gut. Sprengung erfolgt. Und den Rest muss ich so wegmachen. Von den Abwechslungsreichigkeit. Meinst du nicht einfach Abwechslung? Nein. Ich meine Abwechslungsreichigkeit. Das ist Jugendsprache. Das kennt ihr gar nicht mehr. Soll es nicht ein Modell geben, wo man Musik abspielen kann, bezahlen kann, abhängig von der Zuschauerzahl? Naja, das geht nur, wenn du eine gewisse Zuschauerzahl hast, dass du überhaupt das ermöglicht bekommst. Für die kleineren ist das noch komplett ungeklärt, soweit ich das weiß. So, wir sind hier auf 37. Eigentlich könnten wir noch einmal mit wegsprengen. Wir haben aber nur noch 29 Ladungen. Komm, wir versuchen's. Legen die einfach ein Stück tiefer. An die komme ich sonst nicht mehr ran. Sprengen wir auch. Aber es ist ja trotzdem... Ich meine, gut, dass sich geeinigt wird. Oh, und blöd, dass sich geeinigt wird, nicht? Oh, oh, nee. Was bist denn du da? Ist das ein Strommast gewesen? Ich glaube, das war mal ein Strommast. Wir haben gerade keinen Strom hier, kann das sein? Ey, ich will hier drauf. Weil das hier ist das richtige Level, nicht? Das ist 135. Das will ich nicht wegsprengen. Nee, da soll der hin. Nee. Das ist echt schwierig mit dieser Flugkurve, das manchmal so einzuberechnen. Okay, das ist viel zu eng, oder? Aber ja, die genauen Sachen werden alle erst noch ausbaldowert, dann irgendwann verkündet, nicht? Ist ja nichts in trockenen Tüchern. Aber ja, das wird sich nicht lohnen für kleine Streamer. Also ich zahle generell gar nichts, nicht? Ich mache keinerlei Einnahmen. Also warum sollte ich für etwas zahlen, was mir dann keinen Mehrwert bietet? Ich werde die Musik für euch stumm schalten, ich kann Musik weiterhören. Und dann müsst ihr euch nebenbei halt Musik anmachen. So ist es halt, wenn die Welt so funktioniert. Ich weiß nicht, was Leute auch dagegen haben, kostenlose Publicity, weil normalerweise ist es so, Menschen hören was, Menschen möchten auch was hören, wenn sie es nicht hören und kaufen sich dann die Sachen. Also es gibt auch Menschen, die gucken Spiele, kaufen sich die Spiele und spielen sie nie. Deswegen sagt man ja auch nicht, oh, Streamer dürfen die Spiele nicht mehr spielen. Das ist doch super Marketing, kostenfrei. Aber in der Musikindustrie, die hängt halt noch in ihren 50er Jahren fest und hat einfach Angst, dass ihnen irgendwie was zwischen den Beinen wegfault. Ich weiß es nicht. Aber der Manager kann halt seinen 80. Ferrari vielleicht nicht mehr kaufen. Das ist halt, ist schon scheiße. Kann man schon verstehen dann. Und damit zur dritten kleineren Sprengung. 3, 2, 1. Feuer! Ah, die war wirklich mickrig, nicht? Die war von der anderen Seite, glaube ich, eher interessant. Shit. Okay, wir müssen den Strom wieder herstellen, aber ich würde sagen, den machen wir erst, wenn wir die richtigen Level haben. Was brauchen wir denn für Sprengstoff nochmal? Sprengstoff brauchen wir. Okay. Was brauchen wir für Sprengstoff? Ignum-Erdschotter. Und Technum-Erdschotter. Okay. Ignum-Erdschotter. Technum-Erz. Okay. Technum-Erdschotter kriege ich hier. Bevor ich nach vorne renne und dann habe ich wieder nichts.
Polymer. Da hinten Stäbe. Du verschwendest TNT für einmal einen Block und man darf auch einfach wegbohren. Ja, aber da muss ich ja da hochrennen. Es geht ja auch um den Spaß beim Sprengen. Es muss die ganze Erde zittern. Aber ich habe die ganzen Wackeleffekte ausgemacht für euch. Weil das ist, glaube ich... Also auch normalerweise hast du hier so einen Kopf wackeln, aber das macht mich... Fertig. Technum-Erd-Schotter. Nehmen wir 5 mit. Und dann holen wir Ignum-Erd-Schotter. E-Scooter-Stream ist langweilig geworden, seitdem sie in Deutschland unterwegs sind. Die ganze Zeit Stream-Sniper ohne Pausen und wenn sie fahren, dann langweilige Strecken. Ja, das ist wirklich so. Also die ersten 3 Tage da durch die Alpen, das war richtig cool. Man hätte vielleicht eher über Österreich und dann über Wien nach München fahren sollen oder so. Ich glaube, das wäre spannender gewesen. Aber ja, irgendwann ist immer die Luft raus, nicht? Ich muss auch sagen, die Radtour hat mir irgendwie besser gefahren. Da war irgendwie mehr Abwechslung drin. Ich finde auch die Scootergeräusche irgendwie... Ich meine, inzwischen auf geraden Strecken kommen sie nicht mehr ganz so extrem raus, aber das hat sich schon die ersten Tage echt in die Nerven gebohrt. Und mit dem TNT muss man es auch so sehen, es ist keine Verschwendung. Da muss ich rauf. Shit. Wenn ich danach mein Ziel erreicht habe. Egal wie klein das Ziel sein mag. Das ist wie in den mittelalterlichen Kriegen. Und wenn ich 100.000 Bauern verliere, ich als König, wenn ich nur 1 Meter lang gewinne, habe meinen Erfolg davon. Immerhin bin ich der regierende Roboter hier. Wer will es mir abstreitig machen? Das gibt sonst niemanden. Ignum Erd Schoder. Nee, du bist Xenopherit. Schodderdings. Du bist Xenopherit. Da hinten. Ignum Erd Schotter. Okay. Biomasse. Oh, shit. Kann ich nicht machen, oder? Shit. Sonst wird nachher hier Sand verteilt irgendwo. Das wäre doof. Ich habe die Biomasse vergessen. Ja, zur Not müssen wir hier nochmal hinlaufen. Das sind ja nur 300 Meter. Welche der mitfahrenden Streamer kanntest du bereits vor der Tour? Was meinst du mit kennen? Mal geguckt oder vom Namen her gehört? Vom Namen her gehört eigentlich alle, weil sie auch letztes Jahr dabei waren. Außer der eine da, der auch jetzt irgendwie erst neu ist. Vom Gucken her nur Schradin und den auch schon nicht. Den kennt man auch aus der Jugend schon, weil man 9 Live geguckt hat. Also den kennt man länger, obwohl ich seine Streams weniger gucke. Aber wenn er auf Messen ist oder so, finde ich das immer sehr interessant. Gerade Grüne Woche war für mich ein Highlight. Biomasse. Ansonsten halt, nur Ronny. Und Ronny ist der Einzige, den ich aktiv auch gucke von denen da. Das andere eher dann nicht. Wird sich auch nicht ändern. Okay, jetzt bauen wir noch 2-mal Biomasse. Und dann können wir noch 2-mal Dings holen. Ja,
Okay, wunderbar. Dann nochmal zurück. Dann haben wir auf jeden Fall genug Sprengstoff. Es dauert auch eine Weile, bis wir den hergestellt haben. Stream schon geschaut? Ja, dann nur Stradin und Ronny. Wenn dich Touren interessieren, Knirps macht auch gerade eine Tour. Auch sehr cool. Die sind gerade am Bodensee, glaube ich. Ja. Ah, die fahren mit Rollbrett, also mit Longboards. Ah, shit. Jetzt, okay. Aber wir können ja das herstellen. So, und dann können wir nochmal nehmen. Und der Biomasse sind übrig geblieben. Wie auch immer das funktioniert. Okay, und jetzt brauchen wir aber noch das Ding. Da brauchen wir elektrische Komponenten und Xenopherit-Platten. Die Platten haben wir. Wir brauchen Drahtspule und elektrische Komponenten. Die haben wir ja auch. Dann legen wir die Biomasse und das Zeug ab und gehen nach hinten. Ah, das ist ein Hin- und Hergerenne. Ich muss gestehen, wäre Ronny nicht dabei, hätte ich auch die Tour gar nicht auf dem Schirm gehabt oder reingeguckt. Hast du schon andere Streamer getroffen im Stream oder im Real Life? Nee, ich habe auch kein Interesse daran, irgendjemand irgendwie zu treffen. Ich mag Menschen nicht. Also in echt nicht. Mal so 3 Minuten reden, aber mit irgendjemandem länger was machen, nee. Ist nicht meins. Für sowas bin ich nicht gemacht. Ein Bier trinken geht immer, aber ich bin lieber für mich alleine. Da bin ich lieber wieder nichts einbrödlerisch. Lüsch. Deswegen spreng ich auch Blöcke, wenn die nur einmal eins sind. Ich würde auch niemals zu irgendjemandem gehen, aber ich bin einmal an Adam vorbeigelaufen, 10 Meter, ohne es zu wissen. Da war ich zufällig in Berlin zu einem Meeting auf Arbeit und dann bin ich nach Hause gelaufen und er war in derselben Straße, wo ich langgelaufen bin, um zum Bahnhof zu kommen. Wie ist das Ding in Berlin? Nicht Kuriosenkabinett, da wo man so Ekelkabinett, also eklige Gerüche und Geschmäcker ausprobieren kann. Ja. Da war er denn danach noch bei, wie heißen die Firma? Wie hießen die Firma? Notebooks billiger. No. Das war der Tag. Und ich wusste halt nicht, dass er da ist. Ich hab's dann erst im Zug gesehen. Aber ich wäre auch nicht reingegangen, trotzdem nicht. Aber das war das Dichteste, wo ich mal an jemanden dran war. So, 100 könnten wir schon herstellen. Aber wir brauchen, ein Sprengstoff. Okay, das sind noch 300 in der Mache. Was fehlt denn uns jetzt? Immer noch elektronische Komponenten. Okay, davon brauchen wir so viele. Jetzt müssen wir die halt so viel mitnehmen. Ich meine, die brauchen wir auch für andere Sachen. Stimmt, Adam habe ich früher geguckt, aber jetzt gar nicht mehr. Ja, Adam vom früher, ja.
aber da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, nicht? Das ist so lang schon wieder her. Ich glaube, die letzten über ein Jahr habe ich gar nicht mehr aktiv reingeguckt. Ist mir auch zu viel los, zu viel Zuschauer-Klimbim. So mal, wenn es auf einem gewissen Niveau bleibt, ist es schön, aber ja, wir haben 1 zu 3, nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste reichen. Das müsste eigentlich reichen. 493. Ja, das reicht. Ja, wir können ja so lange von Hand wegbohren. Aber ich gucke, also am allerliebsten, wenn ich was gucke, ist es eigentlich Zeus Spezial. Das muss ich, das ist wirklich Premium-Content für mich. Aber der streamt halt leider fast nicht mehr, ganz, ganz selten. Leider. Und nach Zeus Spezial kommen Ronny und Knirps und ein Sebastian. Alles dieselbe Truppe und Foxy. Die Rasselbande. Also die sind einfach für mich dann den Content, den ich gucke, rauf und runter, wenn er da ist. Das Problem ist, die sind erst immer eine Woche gar nicht da und dann sind alle drei gleichzeitig da. Und dann verpasst man halt einen oder den anderen und das ist immer blödi. Zeus Spezial. Zumindest nicht mehr so oft, wie er es vor einer Weile gemacht hat. Und wenn denn zu Zeiten, wo ich halt auch nicht mehr gucken kann, das ist vielleicht dann auch das Problem. Früher war das eher immer so 8 Uhr morgens, das ist natürlich dann eine coole Sache, aber wenn ich selber streame nicht und die dann gestreamt wird, dann gucke ich halt eher nicht rein. Selbsterklärend. Und da ich immer um 19, 18 Uhr anfange zu streamen, alle, die da in der Zeit streamen, fallen halt raus. Und generell um 15, 16 Uhr nach der Arbeit ist meistens auch einfach schwierig. Da hat man dann mit Haushalt zu tun, kochen. So, auf welcher Höhe sind wir hier? 144. Wir müssen echt auf diese Höhe müssen wir runter. Ja, und Alexa gucke ich. Hallo Alexa. Das ist auch mal eine nette Abwechslung. Das hier ist sogar schon ein zu tief. Interessant. Und ansonsten gucke ich eher bei kleineren Streamern so rein. Die ich auch immer raide oder so. Da gucke ich dann, aber oft, wenn ich privat bin, eher im Stillen zu. Manchmal schreibe ich auch, aber meistens gucke ich eher ruhig zu. Weil ich dann irgendwas nebenbei mache. Inventar ist voll. Was? Okay, wir können das ja reichen schon wieder nicht. 50 fehlen. Aber ich hab doch ach, mal 3. Ich hab mal 2 nur gerechnet. Okay, ja. Dachte, ich hab mal 3 gerechnet. Gut, aber wir sind ja gegenüber. Das können wir jederzeit holen. Soll ich mal meine 250 Kilometer Radtour streamen? Wenn du einen Unlimited-Vertrag kaufst, kannst du das doch machen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht zugucken. Außer du streamst um 8 Uhr morgens und kein anderer streamt, nicht?
Aber jetzt kommen ganz viele Events, TwitchCon und so, da gibt's ja auch Events. Ronny fährt ja auch zur TwitchCon mit irgendeinem Gefährt. Aber wahrscheinlich auch wieder irgendein Tridim, Dreirad, wahrscheinlich irgendwie sowas. Mal gespannt, was es dieses Jahr wird. Es wird ja immer spektakulär angekündigt. Ich glaube, es gab auch schon ein Leak oder so. Irgendjemand hat sich verplappert, aber ich habe es nicht mitbekommen. Guck mal, nochmal ein Mentos angetan. Ich meine, wenn man das richtige Equipment hat, nicht? Ich muss jetzt auch ewig suchen. Und da muss man auch das finden, was für einen selber passt. Aber schlimm ist wirklich der Datenverbrauch. Also die paar Streams, die ich jetzt verbraucht habe, haben 200 GB oder so gezogen. Und ich habe das nicht mal voll kontrolliert. Ja, kann durchaus mehr oder weniger sein. Aber ohne Unlimited, einen 40-GB-Vertrag oder so, da kann man eine Tour streamen, aber nicht alle. Das ist echt heftig, was da weggeht. Man sollte es technisch auch nicht unterschätzen. Vor allem muss man die Route dann wirklich abchecken, nicht so wie ich ins Blaue fahren, wo kein Internet ist. Das hat mich echt gestört beim letzten Mal. Wieder mal. Ich dachte erst kurz, der Server hier wäre nicht mehr erreichbar, weil ich habe meinen eigenen Stream die ganze Zeit gesehen, wie er einfach keine Verbindung bekommen hat. Also ich habe meine eigenen Clips laufen sehen auf dem Handy, was die Gegenkontrolle macht. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil das alte Handy einfach ein zu schlechtes Modul hat, nicht? Deswegen ist auch bei Rewe der Stream gestern ausgegangen. Okay, es fehlen nur noch elektrische Komponenten. Sehr schön. Weil einfach das nicht ausgereicht hat. Weil neulich war ich ja im Rewe drin und mit dem neuen Handy, als da die SIM-Karte drin war, lief das. Aber es ist halt eigentlich günstiger über WLAN. Ein Handy macht einen Hotspot auf. Oh, ich habe ein paar mobile Router gefunden, die nicht so teuer sind. Aber die wohl richtig gut sind. Da wollte ich nochmal gucken, weil das würde echt helfen. Die haben auch einen richtig großen Akku. Wenn man die vielleicht irgendwie hätte. Aber das Problem bei denen war, die hatten wieder keine Halterung. Die sind eher so mobil, dass man sie sich an die Kleidung hängt. Das ist für unterwegs oder beim Wandern natürlich praktisch, aber... Was auch praktisch ist, ihr seht, was ich hier noch vorhab. Wir werden ganz viel Sprengstoff brauchen. Ich werde den ganzen Berg auf dieser Ebene wegsprengen, damit wir drüben ans Ignum kommen und hier ordentlich Plattform einzimmern können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, in der es da heißt, sprengen oder gesprengt werden. Bis gleich.